Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Das sind die Nominierten zum Spiel des Jahres 2020. Der Kartograf von Pegasus ist zum Kennerspiel des Jahres 2020 nominiert worden und ähnlich wie die Crew eigentlich super Beispiel für, hey, du musst das Rad nicht neu erfinden, du kannst trotzdem ein richtig tolles Spiel designen. Nämlich kennt man eigentlich der Kartograf schon aus verschiedenen anderen Spielen oder die Elemente, aus denen es zusammengesetzt ist, aber diese Neukombination der Elemente, die macht das super spannend, aufregend und neu. Was ist jetzt der Kartograf? Das ist letztlich ein, was heißt letztlich, das ist ein Flip-and-Write-Spiel. Ne? Kennt ihr unsere Roll-and-Write-Reihe, wo ich Würfel schmeiße und dann kreuze ich so Zeug auf meinem Zettel an. Und das macht das hier auch, nur nicht mit Würfeln, sondern stattdessen wird eine Karte aufgedeckt. Und zwar spielen wir über 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und während dieser 4 Jahreszeiten möchte jeder Spieler seinen eigenen Zettel irgendwie möglichst sinnvoll füllen. Ja, jetzt spielen wir erstmal hier den Frühling. Der sagt uns Verschiedenes. Er sagt uns erstens, dass er 8 Zeiteinheiten lang stattfindet. Was das ist, dazu komme ich gleich. Und er sagt uns zweitens, wie wir Punkte machen in diesem Frühling oder am Ende dieses Frühlings. Nämlich haben wir hier 4 Wertungskategorien von A bis D und jede Jahreszeit ist eine Kombination aus Wertungen zugeordnet. Das heißt, am Ende des Frühlings gibt es Punkte für A und B, also für diese beiden Dekrete, wie sie heißen. Und das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass ich hier irgendwie eine möglichst große Grünfläche haben will. Jede Spalte und Zeile mit einem Wald, den ich eingetragen habe, ist Punkte wert. Und eine Metropole gehe ich mal davon aus, das muss ein möglichst großes Stadtgebiet sein. Ja, weil, wie gesagt, wir machen nicht Kreuze. Das macht man bei anderen Würfelspielen oder bei anderen Flip and Write und Roll and Write Spielen. Hier malen wir eine Landkarte. Zu diesem Zweck decken wir jetzt eine Karte auf. Die erste Karte ist der große Strom. Das ist ein Fluss, der durch die Landschaft, die wir kartografieren, fließt. Und diese Karten haben verschiedene Informationen. Hier oben, diese kleine Zahl, das ist die Zeiteinheit, hatte ich ja eben gesagt. Ne? Der Frühling hier zum Beispiel, der läuft 8 Zeiteinheiten lang. Jetzt haben wir eine 1, das heißt 7 weitere Zeiteinheiten werden noch stattfinden. Dann ist der Frühling rum und dann gibt es Siegpunkte. Die variieren halt von 1 bis, oh, ich glaube 3, bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, und die weitere Information hier unten ist, was wir da überhaupt einzeichnen. Ne? Der große Strom in dem Fall sagt, das ist Wasser. Und das müssen wir entweder in dieser Form oder in dieser Form einzeichnen auf unserer Landkarte. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Ne? Hier habe ich jetzt diesen Fluss eingezeichnet. Kann man natürlich mit farbigen Stiften und so weiter, da kann man richtig Kunstwerke machen, aber grundsätzlich langt der im Spiel befindliche Bleistift, um die Formen mit bestimmten Symbolen abzubilden. Genau, und hier, wenn ich das hier nutze, dann bekomme ich zudem eine Münze. Münzen kreuze ich mir hier unten ab, ja, da gibt es irgendwie Geld, das kriege ich auch auf meinem Tableau, wenn ich hier so an Bergen Gold schürfen gehe. Das ist einerseits nachher Punkte wert, aber vor allem brauche ich das Gold für die Erweiterung, die ich hier noch verdeckt habe. Da komme ich gleich zu, wenn ich durch bin mit dem Spiel. So, jetzt habe ich hier meinen großen Strom eingezeichnet. Ja, und so machen wir immer weiter deckende Karte auf. Und die Karten sagen eben entweder diese Landschaft in diesen 2 verschiedenen Arten von Form. Oder aber sie sagen, es ist bei dem Fischerdorf zum Beispiel 2 verschiedene Landschaften, aber eine fest vorgegebene Form. Ne? So, eins ist immer zur Auswahl, das andere ist fest vorgegeben. Das variiert von Karte zu Karte. Und so malt dann jeder seine eigene Landkarte. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Kniff, der das sehr interessant macht. Das sind nämlich diese Karten. Es gibt da so ganz fiese Gestalten. Also Grottenschrate, Kobolde, Trolle und so weiter. Wenn so eine Karte aufgedeckt wird, die hat keine Zeiteinheit. Das heißt, die kommt einfach zusätzlich und wir machen dann hinterher weiter mit unserem Hinterlandbach. Scheint hier irgendwie sehr wässrig zu werden, die Landkarte. Wenn die Monster kommen, dann reichen wir die Zettel rum. Ne? Ich gebe den hier meiner linken Nachbarin und die kommen alle so rum. Und jeder malt dann in dieser Form Monster auf den Zettel des entsprechenden Mitspielers. Dann kommen die wieder zurück. Und diese Monster, die kosten mich nachher Punkte. Die muss ich irgendwie besiegen und das hängt dann davon ab, dass ich muss sie komplett irgendwie einkringeln mit anderen
mit anderen Landschaften, um die zu besiegen, damit die mich nachher nicht Minuspunkte kosten. Genau, das machen wir eben, wie gesagt, über alle vier Jahreszeiten hinweg. Die werten dann eben mal A und B und dann hier haben wir im Winter haben wir es D und A werden gewertet. Also jede dieser Kategorien wird zweimal gewertet, aber immer in unterschiedlicher Kombination. Und Geld, kommen wir kurz aufs Geld zu sprechen. Das Geld kann ich ausgeben für Fertigkeiten. Das ist quasi eine Erweiterung, die mit in dem Spiel ist. Da sind, was haben wir, 1, 2, 3, 4, insgesamt 8 Fertigkeitenkarten und die kann ich mit meinem Geld bezahlen, um die zu nutzen. Wir sagen zum Beispiel, wenn das jetzt aufgedeckt wurde und mir behagt das nicht, dann habe ich dann eine Fertigkeit, die sagt, ignoriere das mal in einer Landschaft oder zeichne in der Phase zeichnen zusätzlich was ein, ja, also verschiedene Dinge, die ich mir mit dem Geld, das ich mir erspielt habe, nutzen kann, um die Grundregeln lästig zu brechen. Genau. Das variiert das sehr schön. Grundsätzlich variiert sich das Spiel ohnehin von Haus aus schon. Eben durch die Monster, die werden nach einem bestimmten Schema immer reingemischt in den Kartenstapel. Dann ist natürlich sehr unterschiedlich in jeder Partie, wie die Landschaften aufgedeckt werden. Und dann diese Wertung, die macht das hoch variabel. Wir haben jetzt eben diese vier Stück hier. 12. Insgesamt gibt es 16 davon. Und allein schon dadurch, dass man hier den Wertungszeitpunkt verändert, dass dieses Ding jetzt Dekret B ist und nicht mehr Dekret C, kann den Spielverlauf komplett durcheinander würfeln und ein neues Spiel machen. Und jetzt geschweige denn, wir haben hier zwei gänzlich andere Wertungskategorien. Das heißt, dann sind dann Sachen, andere Sachen, auf die man plötzlich achten muss beim Malen. Genau, das macht den hohen Wiederspielwert vom Kartografen aus, dass es einfach letztlich jedes Mal eine komplett neue Herausforderung ist. Und dazu eben diese kleine Nicklichkeit mit den Monstern, dass ich mal immer wieder meinen Mitspielern reinfunken kann und denen ein bisschen Schabernack auf deren Landkarten treiben kann. Das ist der Kartograf aus dem Hause Pegasus, ein richtig tolles Spiel, völlig zu Recht nominiert, so wie alle dieses Jahr. Wir finden die Nominiertenliste richtig gut und haben keine Ahnung, wer dann den Preis bekommen wird, aber dafür ist ja die Jury zuständig. Wenn ihr meint, das Ding sollte es werden und nicht die anderen beiden Nominierten, schreibt uns das doch unten in die Kommentare. Ansonsten habt Spaß mit unseren Videos und habt weiterhin viel Spaß mit Spielen. Tschüss!